Wasserhilfe sind weg. Wahrscheinlich hat er die Gegner weggeglockt und uns aus der Sache raushalten. Sicher könnten sie ihn irgendwo an hier. Das ist verrückt, viel zu gefährlich. Was ist ein Schatten so gefährlich? Wo sie wohl hier drin sind? Ich weiß, wo die sind. Da sind die. Deswegen habe ich da noch den Raum freigeräumt. Ihr solltet mich doch alleine lassen. Bringt euch in Sicherheit. Es wird seine Gründe haben. Wir sollten der. Ach, verdammt. Trotzdem helfen. Warum helft ihr mir? Aus Mitleid? So ein Quatsch, wir helfen, weil ich helfen will. Wieso braucht der Hilfe gegen Schatten durch? Hallo? Okay, das ist was anderes. Das ging aber echt schnell. Eine weitere Schuld, die ich begleichen muss. Warte, warum verbindest du dich nicht mit uns? Wieso das? Schon vergessen, dass ich euch angegriffen habe? Dazu hat es sich manipuliert, oder? Und wenn schon, ich bin unwürdig, mit euch zu kämpfen. Dafür bin ich viel zu schwach. Nein. Hier hat keiner nach deiner Qualifikation gefragt. Sag uns einfach, was du willst. Was ich will? Ja, wenn du keine Lust hast, werde ich keiner zwingen. Aber wenn du dich ständig in Ausreden verlüftest, wird sich nie was ändern, oder? Tue ich ja gar. Wenn du dich verloren fühlst, kann es helfen, einfach in eine Richtung zu gehen. Unterwegs findest du vielleicht etwas, das dir den Weg weist. Du hast uns vor Hades angegriffen bewahrt. Hast du ihn im Moment noch etwa nachgedacht? Das war dein wahres Ich, Stärke, auf die man sich verlassen kann. Es war keine Stärke, sondern... Ach, vielleicht hattest du recht mit den Ausreden. Glaubt mir, das tut euch bestimmt noch leid. Dann kommst du also mit. Versteht das nicht falsch, wir sitzen im selben Boot. Ich muss einen Ausweg von dir finden. So wie ihr. Bis dann begleite ich euch. Weiter nicht. Geht klar, Mr. Unnahbar. Das ist sicher nur die harte Schale. Drinnen schlummert ein weicher Kerl. Da bin ich mir sicher. Das kann man echt zweideutig verstehen. Okay, habe ich jetzt auf die maximale Stufe erreicht? Nein, da fehlt mir noch eine Stufe. Ja, okay. Eine Stufe fehlt mir noch, aber das geht schnell mit dem Level jetzt auf einmal. Ach, komm. Jetzt geht's los, jetzt kommt's zum Bossfight. Der Tür. Diese Tür ist anders als der Rest hier. Glaubt kaum, dass uns dahinter was Nettes erwartet. Könnte eine Reise ohne Wiederkehr werden? Bist du bereit, Sora? Klar doch. Okay, auf geht's. So viele Punkte bisher. Heftig. Eine Reise ohne Wiederkehr. Speichern. Wieso habe ich keine Erfahrungspunkte bekommen? Ja. Jetzt geht's los. Ich weiß, dass ich richtig oft gestorben bin. Ganz schön stickig hier. Die Luft kann man ja fast schneiden. Was immer uns auch erwartet, wir sind nah. Langsam finde ich selbst das interessant. Okay. Sektor 5. Der Sektor ist kurz. Ehrlich, wirklich kurz. Und da vorne wartet der Gegner schon. Was war das für ein Brüllen? Finden wir sicher schneller raus. Also uns Liebes.
Ja, keine Chance zum Aufsteigen, ja? Okay. Ach ja, was? Ich hab ja diese komischen Luftstarkkarte, Kompass. Angriffskraft stärkt deine Attacke, wenn deine. Ja, so. Aber Kommando, irgendwas habe ich doch bekommen. Ein Dräger, der mehrmals trifft. Luftstaccato. Tramme Gegner in den Boden. Klingt interessant. Warte mal, das kann ich ja einstellen. So. Jetzt kriegen wir noch ganzen Items, also Kraft L und alles Mögliche. Was ich bisher eigentlich sehr wenig benutzt habe. Weil man braucht es gar nicht so benutzen, wenn man auch schlau nachdenkt und kämpft. Hallo Süßer! Okay. Bei den Göttern. Der Hölle und Cerberus. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Cerberus? Endlich mal ein Name, mit dem man was anfangen kann. Das ist die schlimmste Anomalie, die mir bisher lang untergekommen ist. Na klar. Dieses Monster muss der Grund alles üben sein. Genug geplaudert, Zora. Er greift an. Ach schon? Was tun wir jetzt? Ich meine, er ist nicht gerade klein. Keine Panik, ich habe schon gewusst, dass Westen gezwungen. Ja. Zora, willst du wissen, was einen Helden ausmacht? Egal wie ausweglos die Situation auch erscheint, ein wahrer Held ist zur Stelle, wenn seine Freunde ihn brauchen. Ich will wechseln. Ach so. So. Geht doch klar. Okay, jetzt kann die Kacke beginnen. Und denk nicht, dass es danach vorbei ist. Es kommt noch ein Kampf. Da kann ich nichts machen. Okay, die Hälfte ist schon abgezogen. Irgendwie witzig. Ach. Egal, die Attacke, die Spezialattacke Sanctus behalte ich noch für einen anderen Gegner, der gleich danach kommt. Hat den letzten Schlag gemacht. Das ist doch episch. Wir haben es geschafft. Jetzt sollte die Arena wieder so sein wie immer. Wurde aber auch Zeit. Hoffentlich komme ich jetzt endlich weg hier. Wir sollten Phil Bescheid geben. Nicht so schnell, meine Lieben. Ihr könnt doch nicht einfach nicht anfangen zum Feiern und euren guten alten Freund einzuladen. Hades. Dabei habe ich euch extra dieses unterhaltsame Labyrinth zur Verfügung gestellt. Wo bleiben denn eure Marinierungen? Irgendwie scheint ihr das Prinzip tödlicher
Labyrinthe nicht kapiert zu haben, in denen soll man nämlich sterben. Aber ihr versteht's wohl nicht auf die direkte Art, was? Du, Herkules, ich glaube, ich kenne jetzt noch ein Helden-Erfolgsrezept. Und das wäre... Lass hören, Sora. Hehe. Ein Kampf dauert 9 Runden und am Ende gewinnen die Helden. Hä? Ja, rast du aus. Ja. Wechseln. Immer diese Schwierigkeiten. So geht doch. Jetzt kann ich eigentlich alles machen, was ich bisher habe. Damit er gar keine Chance mehr hat gegen mich. Los geht's. Das war ein Witz von einem Gegner. Wie kann man Schattenleuchte rufen? Als Unterstützung. Es gibt da Körpersoldaten oder Adowampen. Das sind bessere Bodyguards als der. Die man blocken automatisch, deswegen muss ich das nicht mehr. Kommt noch der Omnischlag dazu. Perfekt. Musste sein, sonst wäre ich jetzt eiskalt gestorben. Explosion. Sei es auch schon ein schwieriger Gegner. Das war knapp. Herkules, hör auf mit der schwulen Pose. S. Luftspirale. Eiswalze. Und Heroes. Kein Geros, Heroes. Wurden freigeschaltet und sind ab nun über die Kapitalverwiderung anwählbar. Och, glaub nicht, dass es damit schon beendet ist. Ich
bin noch längst nicht fertig mit euch. Jetzt sollte wirklich wieder Ruhe einkehren. Wir sollten zurück zu Phil. Der sorgt sich sicher schon. Ach ja, wenn ihr unbedingt sehen wollt, dass ich in der Arena rumkämpfe, schreibt es in den Kommentaren. Ich werde es dann machen, keine Sorge. Oder ich werde es auch selbst gleich machen. Mal sehen. Jetzt zurück. Ach, der war ein Kinderspiel. Dank dir, Sora. Vielen Dank. Wo ist eigentlich Cloud? Meinst du den Stachelkopf? Der ist schon aufgebrochen. Schien beschäftigt. Was? Der hat sich gar nicht verabschiedet. Aber er hat eine Nachricht hinterlassen. Grüße an die Helden. Den jetzigen und den zukünftigen, hat er gesagt. Den zukünftigen Helden meinte er etwa mich? Bimbo, noch spielst du nämlich höchstens in der F-Jugend. Was? Sora, aus dir wird sicher einmal ein ganz vortrefflicher Held. Wie wär's, wenn wir von nun an gemeinsam hier wachen? Danke, das ist nett von dir, aber meine Freunde warten auf mich. Wenn ihr wieder mal Hilfe braucht, komme ich aber gerne vorbei. Ist gut. Dann grüße deine Freunde bitte recht herzlich. Lass nicht locker und auch du wirst mal ein Held sein. Schau rein, wenn du trainieren willst. Danke also, dann bis bald. Datensuche läuft. Wiederherstellungsrate 10%. Mickey! Did that do it? Yup! Sora! Thank you! How about this time we did it to the video? Right. Those scenes, they originated inside my mind. Huh? When you got rid of the bugs, you gave me deeper access to the memories associated with those worlds. The things I saw must have found their way back through the link and shown up on your monitor. Well, what do you know? If those memories came from deep within the journal itself, then it's really no wonder they're unfamiliar. They don't belong to any of us. Something's happening. Huh? No way! Who are you? Play it dumb, eh? Pete's here? How do you get in? Same way as you did. Thought I'd take a little vacay from the outside world. Well, this here world belongs to me, see? So mitts off. He must be up to something. Quick, after! Right. Der mit seinem dicken Popo. Oh nein, er ist mir entwischt. Was Kalle wohl vorhat? Da ist jedenfalls ganz schön ruhig hier für eine Stadt. Ist ja kaum jemand auf der Straße. Ob was passiert ist? Agrabah. Hatte ich recht? Hab ich recht. Sprich mit den Bewohnern. Aber sehen uns erstmal den Status an hier. Yay! Kommando Matrix. Okay. Wo ist der Safe Point? Da bist du. Speichern wir mal ab. Ich will mal wissen, was jetzt bei Arena des Olymps ist und danach mache ich einen Cut. Redmini. Dann will ich irgendwann. Du kannst jetzt Hintertüren aufspüren, die dir vorher verborgen waren. Nicht alle Hintertüren. Okay, es gibt Hintertüren. Die sind nicht im Wasser, okay.
sind die verdammt? Wo ist der? Ist im Wasser? Achso, ich weiß wo. Hier. Stufe 20. Nein. Okay. Ich habe sie jetzt nur gemacht, um das zu zeigen, dass man das schon machen kann. Das werde ich dann in den nächsten Parts dann machen. Jetzt mal aber kurz in die Arena des Olymps. Und du? Dank dir ist alles wieder im Lot. Am liebsten werde ich gleich loskämpfen. Doch vielmal, wir müssen erst aufräumen. Wirklich schade. Aber kein Grund, Trubsatz zu blasen. Ich werde die Zeit bis zum Turnier mit meinem Spezialtraining überbrücken. Okay. Alt zu werden? Aber klar doch. Übrigens, Hoa. Ihr habt ein paar Trainingsgeräte abhanden bekommen. Willst du ihn bei der Suche? Ich brauche Schweißbänder. Und welche findest du? Ja, okay. Okay, ich gehe mal jetzt speichern, weil jetzt passiert, glaube ich, etwas. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Fick dich, du Missgestalt. Abhauen. Verdammt, ich muss dafür noch leveln. Wir sehen uns im nächsten Mal bei Destiny Island.